Das ist immer ärgerlich, aber ich habe es vorhin schon erwähnt, bei der Satzung, es kann passieren. Gehört zum Modellfehler dazu, wenn wir das nicht machen dürften oder haben wollten, eben oder das Risiko nicht in der Modelle am Boden. Das ist halt einfach so. Auch wenn es manchmal bekannt ist, aber dann muss man einfach rechnen, das gehört. Aus der Zeit hat noch was. Also, Lukas Scheller schon. Jetzt ganz zurück am Anfang. Er spult noch mit amerikanischen Komponenten. Und wir können heute leider nicht fliegen. Der älteste Teilnehmer ist über 80 Jahre. Der jüngste ist 8 Jahre. Und ich bin der Schwerste mit 103 Kilogramm. Um Gottes Willen, deine Hose wieder, Peter. Meine Höhe, der Peter ist noch. Also wenn jemand irgendwo, der Peter hat heute Morgen hier seine Hosenträger verloren und die liegen irgendwo rum und jetzt rutscht ihm das Ding ständig runter und ich muss hier Hals nachziehen. Also wenn jemand irgendwo einen Satz Hosenträger gefunden hat, bitte dringend hier vorne abgeben. So, jetzt haben wir also den Peter wieder. Wir suchen jetzt einen Piloten, den Christian Kaiser. Kaiser mit AI und scharfem S. Der möchte sich hier vorne mal am Sprecherplatz melden. Der Christian Kaiser werden wir jetzt hier zur großen Cobra kommen von Georg Berth. Die Cobra ist erhältlich. Hier wird regelmäßig satte 24,2 Kilogramm. Das Modell, angetrieben von einer Modellturbine aus dem Hause Jakanowski, 5,1 Kilowatt Leistung hat diese Turbine. Der Rotorkreis dieser riesigen Cobra beträgt 3,04 Meter. Bei einer Länge, da brauchen wir auch schon einen vernünftigen Kofferraum von 3,37 Meter. So, das sind die Eckdaten des Modells. Jetzt genießen wir das einfach mal. Auch hier wieder diese 25 Kilo, das hatten wir ja das öfteren schon angesprochen. Und da kommen die nächsten großen Hubschrauber. Das heißt also, wir haben jetzt hier einen richtigen Hubschrauber-Slot. Freut mich natürlich persönlich ein bisschen, weil auch ich habe vor 2 Jahren mit der Heli-Fliegerei angefangen. Und es macht wirklich Spaß, Helikopter zu fliegen, kann ich sagen. Ich bin 25 Jahre Fläche geflogen und dann ging es los bei uns mit der Heli-Fliegerei. Und ich kann es bestätigen, auch das eine tolle Sparte. Bis heute. Und wir sehen hier im Sprecherwagen den Robert Lenhofer. Robert Lenhofer, mal bitte kurz zum Sprecherwagen. Sepp Lügen, gerade habe ich noch gesehen. Josef Lügen, hier mal kurz zum Sprecherwagen. Wenn du Lust und Liebe hast, könntest du zusammen mit deinem Turbinensegner mit dem Robert Lenhofer fliegen, wenn du möchtest. Große Cobra, im Original ein Helikopter im Betrieb des Militärs, schießt Boden-Boden-Luftraketen ab und da ist er schon wieder gelandet. Er hat sich ein bisschen beeilt, dafür bedanken wir uns. Aber haben die Ihnen das Ohr voll Kunstfliegen? Und ich habe gerade den Josef Lügen getroffen, der ist hier auch mit einem Turbinensegler, genauso wie unser Robert Menhofer, der sich zum Start fertig macht. Früh hat er dem Wolfgang Rüttel seine Chipmunk entjungfert auf der ersten öffentlichen Veranstaltung, wo dieses Modell präsentiert worden ist. Und jetzt hat er einen Swift dabei. Ein Turbinensegler mit 5,80 Meter Spannweite, angetrieben von einer 16 Kilogramm Tube-Turbine. Er hat ungefähr 3 Liter Kerosin an Bord, die er in ca. 5 Minuten verbrennen muss. Die Turbine, man kann die dann immer zurücknehmen in der Leistung, kann bei Abwärtsfiguren, wie Sie es jetzt gerade sehen, die vorzischen. Und auch hier gehen jetzt, das muss man sich überlegen, 22 Kilogramm hier. Ja,
Das ist der Michael, also der die zu uns gefunden hat heute uns den Theo Arnold mit seiner Rare Bear, das momentan auf der Welt schnellste Propellerflugzeug mit 847 irgendwie sowas Kilometer pro Stunde. So, unser Wanderschnitt kommt aus dem Osten, angeführt von den genau noch. Herzlichen Glückwunsch von den Weinheimer Modellfliegern. Die Jungs haben das extra geschrieben. Vielen, vielen Dank. Hause Toni Krag, ein ZB38, und den wollen wir jetzt einfach mal beobachten, dieser wunderschöne M25 hier im Flugbett. Also Nostalgie, auch das haben wir hier während dieses Flugplatz. 50 Jahre, erkennt jeder. Tja, das ist original. Auch das Mohun ist unten. Das ist